Hallo und herzlich willkommen, werte Taktikfreunde, zu einer weiteren Folge XCOM The Long War. Wir befinden uns immer noch in Kanada auf der Site Recon Mission, die es so nur einmal pro Spiel gibt. Und ja, wir haben am Ende der letzten Folge jede Menge Chrysaliden flachgelegt mit Raketen und Granaten und Shotguns. Ein paar Zombies mussten auch schon dran glauben und wir haben jetzt alles nachgeladen. Das heißt, wir bewegen uns mal ein Stück weiter vor und schauen, was uns da so erwartet. Ich bin noch am Überlegen, ob da oder da in Deckung. Also ich habe jetzt mir keine weiteren Gedanken gemacht, sondern direkt weiter aufgenommen. Ich denke, wir bewegen uns dahin. Und triggern. Nichts. Sehr schön. Damit kann ich ganz gut leben. So, Zhang bewegt sich dann dementsprechend dorthin. Oder wir wollen gleich jemanden da hochholen, aber eher im Moment erstmal nicht. Also muss jetzt nicht sein. Auch noch nichts getriggert, sehr schön. Dann holen wir. Was ist denn da? Wieso darf ich denn da nicht hin? Das ist wieder mal so ein komisches blockiertes Feld. Seeker sollte es in der Mission eigentlich nicht geben. Nakajima wurde aufgrund des Triple- oder Quadruple-Kills mit Granaten bereits befördert. Holen wir sie hierher. Auch mit der Shotgun ausgerüstet. Das heißt, wir haben drei Shotguns und ein Scharfschützengewehr, zwei Assault Rifles und ein Karabiner mit. Also ein sehr nahkampflastiges Team, diese Runde. Und Frieda holen wir nicht unbedingt da ran, weil sie soll auch raussteppen können, um nach dort schießen zu können, wenn da was ist. Andererseits gibt es hier halt nicht viel andere Deckung. Ja, müssen wir wohl doch dorthin gehen erstmal. Und können dann nächste Runde schauen, wo wir noch hingehen. Tarasov hat sich leer geschossen, hat dann sogar mit dem dritten Schuss mal was getroffen, ist aber unser Medic und wird dementsprechend ein Stück weiter hinten bleiben. Leider steht hier vom Haus überhaupt nichts mehr, was wir als Deckung benutzen können. Das heißt, ich würde ihn einfach hier lassen und nachladen lassen. Sunda könnte fast bis an die Regenrinne hier rangehen. Ich lasse ihn aber dort. Warte, damit er nicht so wahrscheinlich was Neues triggert und er steadied wieder für eine eventuelle neue Rakete. Nakajima kann Overwatchen von mir aus. Und Babalola ebenfalls mit Shotguns. Das ist ja auf dementsprechend kürzere Distanz. Und Zhang, ja, Overwatch ebenfalls. Und PK steadied weiterhin. Wir könnten ihn jetzt auch prinzipiell nachholen. Ja, machen wir mal. Dann hat er auch einen Schusswinkel nach dort vielleicht. Hat zwar keinen Höhenvorteil mehr, aber das ist jetzt auch nicht so der wichtig. Und damit steht Frieda Friedensbringer schon mal out in the open. Fast. Also sie hat. Ach ne. Gänzlich. Beide ihre Deckung ist auf einmal verbrannt. Immerhin haben wir jetzt hier hohe Deckung, aber keine, aus der man raussteppen kann, um in diese Richtung zu schießen. Also auch nicht so dankenswert. Also vielleicht könnten wir Tarasov da in die Ecke stellen. Ich glaube, das ist ganz, ganz vernünftig. Hätten wir vielleicht nicht als erstes machen sollen, falls wir jetzt wieder was triggern. Aber haben wir uns nun mal dafür entschieden und Sunda, ja, warum nicht da hoch? Bewegen wir da hoch. Denn von weiter oben bringen Raketen auch mehr. Wir warten aber allerdings noch ab, bevor wir hier irgendwas machen. Ja. Da ist eine ganz gute Position. Also das Einzige, was halt gegen Chrysalinen hilft, ist tatsächlich Sichtdeckung, also sich so in Deckung zu stellen, dass sie uns nicht sehen können. Also komplett, dann kann auch keiner rankommen. Babalola dorthin. Mir gefällt nicht ganz, wo Frieda im Moment steht. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal mit Nakajima hier vorgehen. Okay, nichts getriggert, sehr schön. Und Frieda dementsprechend hierher bringen. Denn hier hat sie ganz gute Sichtweite überall hin. Und ich denke, dann lassen wir einfach erst nochmal Overwatchen. Steadyen hier. Wir könnten PK jetzt mit da hochziehen. Ja, Overwatch. Auch mit Shotguns ist egal. Und PK kommt nur bis
Mitte, beziehungsweise dorthin. Das gefällt mir nicht so ganz. Aber wir können ihn ja hier ein Stück ranholen. Und dann steadyen. Okay. Und dann schauen wir mal, ob inzwischen irgendwelche Chrysaliden oder Zombies in uns reinrennen. Ich sehe leider nichts. Aber es sieht bisher nicht so aus, als wäre irgendwas aktiviert worden. Da kommt ein Zombie. Okay. Den sieht PK. 100% Trefferchance, 50% Crit. Oh, ja, das nehmen wir. Dafür kann PK noch ein Stück da hinten bleiben. Hat sogar einen Crit gemacht. Sehr schön. Und ja, dann er wird halt nächste Runde nochmal langsam herkommen und dann können wir ihn, denke ich, da auch rausnehmen. Wie sieht es denn aus mit Zunder? Der sieht ihn leider nicht. Das heißt, Zunder wird dann wahrscheinlich nochmal steadyen, aber das machen wir erst zu Ende der Runde. Nicht, dass wir jetzt noch einen Chrysalidenpot hier triggern. Okay. Nakajima nach dort. Ja. Ah. Ja. Ja, ja. Damit Babalola im Surface-Fall zweimal schießen kann. Das sieht ganz so aus. Der Hai ist ein bisschen aufgebläht. 35% Chance mit der Shotgun auf diese Entfernung zu schießen. Können wir also genauso gut sein lassen. Und dann holen wir Babalola hier ein Stück nach, damit sie ein bisschen näher an der Action ist. Und Zhang genauso. Nach dort. Und dann lassen wir die ganze Meute mal overwatchen, obwohl mit Shotguns auf die Entfernung. Also die werden vielleicht den. Naja, der Zombie wird vielleicht nicht triggern, werden wir sehen. Frieda kommt hierher nach. Und overwatcht von hier. Tarasov kann hierher kommen, da ist er dann noch ein bisschen mehr am Geschehen dran. Aber immer noch ganz hinten. Sunda steadied wieder für eine eventuelle Rakete. Und dann overwatchen wir weiter. Ja, ich werde auch ein bisschen schauen, dass wir die letzten Consumables aufheben. Für alle Fälle. Und der Zombie kommt. Nicht, ne? Okay. Ja. Da sehen wir, aus den Haien kommen Chrysaliden. Ja, da sich der Zombie nicht weiter ranbewegt hat, holen wir uns ihn mit PK. Und bricht zusammen. Erst brechen, dann hinfallen. Der Chrysalide ist jetzt irgendwo hier. Vielleicht können wir ihn ja schon ausmachen. Nein, können wir anscheinend nicht. Es sei denn, wir schauen mal mit jemandem, der sich ein bisschen weiter bewegen könnte. Ich würde nämlich ganz gern wissen, wo der ist. Ja, wenn er hier unten irgendwo unterhalb der Brüstung ist, haben wir mitunter ein ganz schönes Problem. Vielleicht ist er auch noch direkt unter dem Hai, das könnte natürlich auch sein. Nein, ich würde gern Frieda hier ranbringen. Und noch mehr Chrysaliden anfixen. Okay. Das heißt, da könnten wir ein kleines Problem haben. Sollten Frieda vielleicht wieder zurückholen. Die Frage ist, ob das überhaupt weit genug ist. Sie kann auf jeden Fall den jetzt auch sehen, was auch immer es uns im Moment bringt. Ja, ich denke, wir holen Frieda hier hoch. Das ist die weiteste Entfernung, die wir gehen können. Es sei denn vielleicht, wenn Zhang die Tür aufmacht. Naja, es sollte nicht reichen. Ja, holen wir sie da hoch. Und dann gehen wir mit Zhang hier vor an die Ecke. Overwatchen, damit er einen Schuss abgibt. Und dann sollte er als Close Combat Specialist noch einen zweiten abgeben können. Wenn sie denn da rankommen, Tarasov geht ein Stück nach hinten. Denn ihn will ich auf jeden Fall nicht getargetet haben. Vielleicht hier, da ist noch ganz gut Deckung dazwischen. Gibt Overwatch von hier. Wir könnten jetzt natürlich eine zweite Rakete darunter jagen, aber wie gesagt, ich würde halt ganz gern
meine Munition erstmal behalten und nur in Notfällen wirklich einsetzen. Also die ganzen Consumables. Wir können halt den ersten Chrysaliden schon mal ein bisschen verletzen, dann läuft ein Stück langsamer. So, dann holen wir Nakajima auf jeden Fall hinterher. Aber dringender wäre es erstmal, dass Babalola eine gute Schussposition hat, aus der sie vielleicht zwei Schüsse abgeben kann. Da hoch kriegen wir sie jetzt nicht. Das heißt, wir holen sie hierher. Können ja noch einmal overwatchen lassen, tut nicht weh. Wird halt mit der Shotgun nicht so wahrscheinlich treffen, aber das ist ja erstmal zweitens. Und dann holen wir Nakajima, denke ich, nach hier. Und lassen ebenfalls overwatchen. Okay. Von da hinten kommt, wie gesagt, auch noch ein Chrysalide. Das war Move 1, okay. Und den ersten sogar sofort rausgeholt, sehr schön. Und dann schießt Babalola nochmal. Ebenfalls fast rausgeholt. Oh Gott, der konnte bis dahin sprinten. Boah, das ist natürlich bitter. Das heißt, auch der könnte uns potenziell irgendwo erwischen. Und dass sie nicht zu Zhang kommen, ist halt relativ doof. Da er den Close Combat Specialist hat. Das heißt, wir hätten Nakajima vielleicht ein Stück weiter hinten hinsetzen sollen. Oh, Glück gehabt. Und da kommt der Close Combat. Bam. Okay, das heißt, die haben wir auf jeden Fall unter Kontrolle, aber Nakajima muss... Oh, wo rennt denn der hin? Er ist ja komisch. Nakajima muss auf jeden Fall geheilt werden. Nur noch ein Lebenspunkt hier. So, dann schauen wir erstmal, was wir mit Frieda sehen. Nur den einen. Das heißt, wir schießen einmal. Genau. Dann haben wir die Sorge los. Dann können wir... Achso, Tarasov sieht nur den vorderen. Das bringt uns in dem Fall wenig. Aber wenn wir ihn irgendwie hier ran bewegen, dann würde er auch den hinteren sehen und könnte ihn abschießen. Ich werde auf jeden Fall mal erstmal mit Zhang schauen, dass wir hier den mit mehr Lebenspunkten vielleicht versuchen rauszunehmen. Hat nur 6% Crit Chance. Das ist ja auch ein bisschen sehr wenig. Und dann bewegen wir PK... Das ist schon relativ weit vorne hier. Aber vielleicht hierher. Ja. Und dann kann er nächste Runde vielleicht nachladen oder steadyen, je nachdem. Hat er noch 2-3 Schuss. So, Frieda hat noch einen zweiten Schuss, aber sieht nichts. Das heißt, wir müssen uns erstmal um den anderen da unten kümmern. Wir können mit Tarasov auf jeden Fall einen rausnehmen. Und den... Achso, Tarasov sollte vielleicht drangehen und heilen. Das heißt, einen nehmen wir mit Nakajima raus. Ihr müsst ja mit der Shotgun immer noch genau 100% haben auf die Entfernung. Und den anderen dementsprechend mit Babalola. Die dann sich jetzt einfach hierher bewegt. Den näheren nimmt. Bam. Fliegt über Nakajima. Die nimmt den daraus und dann halten wir uns künftig ein bisschen weiter hinten, weil ich will die drei Granaten nicht verlieren und natürlich auch keinen künftigen Lance Corporal. Okay, und jetzt kommt Tarasov hinterher. Ah, kommt leider nicht weit genug. Na gut, das heißt, wir bewegen ihn nur hierher. Es müssten ja jetzt alle Chrysaliden gewesen sein, die wir gesehen haben. Und ja, lassen ihn overwatchen, warum nicht. Sunda steadied wieder. Frieda overwatched. Und dann kommen da die nächsten Chrysaliden rein. Blub, blub, blub. Da kommt einmal Close Combat. Bam! Direkt rausgenommen, so will man das haben. Die haben auch weniger Lebenspunkte als die anderen. Und jetzt? Okay. Geht's ganz weit raus. So, PK hat mal wieder einen Schuss. 97% nehmen wir doch gern. Da können wir dann eine Shotgun wieder nachladen, wenn es so gut kommt. Was?
einen 95% von Frieda verpasst und einen 97% hier. Das sind doch mal Zahlen. Babalola steigt noch nicht auf. Nach der Mission bestimmt. Und das würde ich auch ganz gern sehen. Den Infanteristen immer gut. Ja, schade. Okay, aber sie hat noch einen zweiten Schuss. Das heißt, den nehmen wir dann natürlich auf den gleichen Gegner. So. Dann könnte Zhang den rausnehmen. Hoffentlich. Wenn nicht, macht das Nakajima. Und dann kommt, anstatt dass wir Nakajima nach hinten bewegen, um sich heilen zu lassen, kommt halt Tarasov nach vorn und heilt sie. Das können wir gleich mal machen. Da hat sie dann noch höheren Aim etc. Wert. Heilen, und zwar da, genau. Dann könnten wir direkt zwei Medkits verbrauchen, aber ich hoffe einfach, dass sie, dass Nakajima künftig ein bisschen weiter hinten bleiben wird und dann dementsprechend nicht so getargetet wird. Ja, ist doch immer wieder schön, so viele 100% Schüsse zu sehen. Ja, und dann holen wir Frieda, denke ich, einfach hier vor und lassen sie erstmal nachladen. Und Zunder kann ebenfalls hier vorkommen. Und dann da Steady. Wir können ihn eigentlich auch nochmal eine Runde nachladen lassen, weil ich will die Rakete sowieso nicht so dringend jetzt verbrauchen. Okay. Und dann kommt PK hinterher. Und muss dann erstmal eine Runde nachladen und dann wieder vielleicht eine Runde Steady, wenn wir bis dahin nichts sehen. So, meine Maushand ist leider gerade belegt, weil ich mir Tee nachgießen musste, konnte. Mit Frieda werden wir nicht weiter vorgehen erstmal. Mit Zunder könnten wir das aber machen, ein bisschen Raketen scouten. Okay, nichts weiter. Freigeschaltet sichtmäßig. Und da wir noch zwei Medkits haben, also eins bei Zhang und dann noch eins bei Tarasov, würde ich jetzt vielleicht Nakajima doch halbwegs voll heilen, damit sie einfach die Laufreichweite hat, die diese Mission mitunter braucht, um von Chrysaliden weglaufen zu können, etc. Okay, und dann machen wir wieder eine Nachladerunde. Können wir direkt hier vorne machen. So viel Neues sollten wir dabei nicht aufdecken. Ja, vielleicht bleiben wir auch noch weiter hinten. Denn leere Shotguns sind schlechte Shotguns. Frieda kann einmal overwatchen. Zunder kann ja auch overwatchen, na, vielleicht steadyen. Ja, wir steadyen. Man weiß ja nie, ob dann nicht vielleicht doch mal 8 Chrysaliden auf einem Haufen sitzen und dann hätte man die Rakete doch ganz gern verbraucht. Und Nakajima lädt auch nach. So, das war der Zug. Ja, von irgendwo da drüben kommen die Gegner. Wir sehen ja auch noch, oh, da sind Thinman und ein Sektoid mit 4 Lebenspunkten, kann es kaum was anderes sein. Ja, da sieht man. Ein Schuss von Frieda. Bam! 6 Schaden. Auf den Zombie. PK sieht leider noch nichts, aber kann ja die Runde auch erstmal nutzen, um nachzuladen. Jetzt ist natürlich die halbe Deckung hier oben eher doof, wenn die Thin Men ja, in uns reinlaufen sozusagen. Aber es gibt hier nun mal fast nur halbe Deckung. Das heißt vielleicht, also wir haben jetzt schon nachgeladen mit PK, das heißt er würde wahrscheinlich getargetet. Zunder kann den Sektoiden da hinten sehen. Ich will aber nicht, dass er von vielen Thin Men auf einmal beschossen werden kann. Das heißt vielleicht sollten wir ihn doch eher nach hinten rausnehmen. Und wie gesagt, Nakajima muss jetzt auf jeden Fall weiter hinten bleiben als der Rest unserer Shotgun-Schützen. Babalola. Ich will mich da vorne nicht aufstellen, weil das wird ein Snipe-Fest für die Thin Men, die uns da auch sehen können.
Schade, ich hatte gehofft, hier runter schon schauen zu können. Das heißt, wir holen unsere Leute hier einfach ein Stück nach hier. Der Zombie wird ja definitiv hier hochkommen, das heißt, er läuft hier in zwei Overwatches und vielleicht einen Close Combat. Und Frieda... sieht hier leider nichts. Das heißt, wir hankern mal lieber. Tarasov kommt auf jeden Fall auch nach hinten. Und Nakajima vielleicht noch ein Stück weiter nach hinten, also irgendwo dahin, dahin, sowas. Wir könnten auf jeden Fall den zweiten Aufgang hier hinten auch noch abdecken. Ja, ich denke, das kann Nakajima ganz gut machen. Und dann kommt Tarasov hierher. Und Sunda war noch dran. Na, wenn wir ihn jetzt hankern, dann geht das Feuer auf PK, das ich eigentlich vermeiden wollte. PK hat auch nichts Defensives. Ja, aber wir hankern trotzdem, er ist weiter vorne und damit hat er da eine höhere Wahrscheinlichkeit, überhaupt gesehen zu werden. Okay, und der ist Overwatch soweit. Da kommt ein Thinman. Und bewegt sich da rein. Und Overwatched, okay. Der kann sogar schießen. Boah. Bitter, bitter. Und der Overwatched ebenfalls. Der Sektoid. Okay. Und da kommt der Zombie, den wir hier auch mit den Shotguns abfangen wollten. Und ist schon tot. Okay. Das sehen wir jetzt auch ganz eindeutig, dass PK da empfindlich getroffen wurde. Den sollten wir auf jeden Fall ein Stück nach hinten rausholen. Und dann damit er auch wenigstens einmal heilen. So. Wir haben keinen Assault, der die Overwatches hier rennen könnte. Das heißt, wir müssen das mit irgendjemandem machen, der viele Lebenspunkte hat. Babalola zum Beispiel. Zumindest den einen PK sieht. Die beiden hier vorne, das heißt, der Overwatch wird auf jeden Fall getriggert. Babalola sieht den, das heißt, den sollte sie auch rennen. Das heißt, wir holen unsere Leute vielleicht hier hinter und warten, dass alle nachkommen. Und dann sowas wie hier hin, wo auch niemand gesehen wird. Ja, einfach eine bessere Position schaffen für unsere Shotguns, das müssen wir schon machen. Ich würde aber ganz gern Zhang noch möglichst weit vorn behalten, weil er mit seinem Run and Gun da einfach besser dran ist. Das ist zwar keine hohe Deckung, aber es ist halt Sichtdeckung, das heißt, es ist die beste Deckung, die es überhaupt gibt. Und jetzt hoffen wir einfach mal... Ah, okay. Natürlich trifft er. Bitter für uns. So, jetzt können wir PK aber auf jeden Fall ziemlich gefahrlos hier runterholen. Nakajima sollte sich dann auch möglichst nicht mehr irgendwo in Sicht befinden. Er kommt leider nicht zu unserem Shotgun-Trio ran. Und hier hinten ist sie auch relativ nutzlos. Wir könnten sie halt hier dahinter ziehen. Ich glaube, das ist ganz okay, weil sie dann Granaten werfen, also einen Schritt vorgehen und Granaten werfen kann oder sowas, wenn die Gegner tatsächlich weiter rankommen. Okay, so, jetzt holen wir PK erstmal so weit weg wie möglich. Er kommt nicht mal bis dahinter. Das ist schon relativ doof. Wir könnten es versuchen, einfach ihn bis dahin zu holen. Da würde er erstmal nicht gesehen, denke ich. Ja. Und dann... Das ist natürlich doof, weil
so auch Tarasov nicht hochkommt, um ihn zu heilen. Oder kommt er? Nein, kommt er nicht. Okay. Frieda. 73 und 58% Chance auf den drinnen. Wie sieht das bei Sunda aus? Tja, Sunda ist halt vor allen Dingen dazu da, mit seinem Karbein da irgendwie einen Finishing Blow zu machen. Aber die Leute hier oben in halber Deckung stehen zu lassen, ist halt nicht gut. Aber Frieda kann immerhin einmal schießen und dann kann sie immer noch was anderes machen. Das heißt, vielleicht versucht sie einfach den davon zu erledigen. Jawohl. Und sich dann hier hinter zu bewegen. Gut, dass wir die Türen noch zugelassen haben. Und Tarasov bewegt sich, denke ich, ganz hier hinter. Und Sunda. Kommt, denke ich, hierher. So, das heißt, wir sollten jetzt die Line of Sight komplett gebrochen haben. Und wenn wir Glück haben, bedeutet das, ja, dass auch niemand diese Runde beschossen wird, es sei denn, die springen halt hier hoch. Das wäre für uns relativ doof. Okay, da kam einer. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob und wenn ja, bei wem alles Overwatch steht von den Gegnern. Dementsprechend könnte es auch gefährlich sein, sich hier rauszuwagen. Aber ich meine, irgendeinen Tod muss man sterben. Mhm. Irgendeine Aktion müssen wir machen. Zhang sieht den da. Könnte run and gunnen bis hierher und ihn dann vollständig rausnehmen. Ich würde halt aber vorher mit Frieda ganz gern hier um die Ecke gehen. Und ihn dann da relativ halbwegs verlässlich, halbwegs halt nur, versuchen rauszunehmen. So, wir haben jetzt natürlich ein Problem, wenn der dahin kommt. Also irgendwo hierher und sich dann Frieda schnappt. Das heißt, wir sollten mit Zhang vielleicht hierher run and gun. Unter der Gefahr, da irgendeinen Overwatch zu triggern, aber es geht nun mal nicht anders. Können wir uns halt auch hierher bewegen und dann dorthin, das müsste gehen, da würden wir wenigstens hinten rumlaufen. Ja. Und bisher kein Overwatch gezogen, okay, jetzt run and gun. Bis dahin. Immer noch keins, sehr schön. Aber er hat zwischendurch mal irgendwas gesehen. Und dann holen wir uns. Ach, drei Schaden, also komm, mit der Shotgun. So. Das heißt, wir haben ein Problem. Ich würde ja Sunda hierher holen, der hat dann einen flankierenden Schuss, der dementsprechend auch wahrscheinlicher trifft. 54% Crit Chance. Kein Crit, aber. Naja, der Thin Man. Naja, irgendjemand wird wahrscheinlich von ihm getroffen. PK holen wir hier hinter. Damit er geheilt werden kann. Und dementsprechend müssten wir Tarasov halt auch noch ranholen. Vielleicht kann Tarasov aber auch nur ein Stück davon diese Runde laufen. Und vielleicht zu irgendeiner Position, wo er den Thin Man auch noch sehen kann. Um ihn dann vollständig rauszunehmen. Vielleicht aber auch nicht. Ich denke, hier der Hai wäre die sinnvollste Position. Jawohl, er sieht ihn. 32% Chance ist nicht großartig. Wir könnten ihn natürlich auch overwatchen lassen, dann sind die Chancen ein Stück höher. Denn fortbewegen würde sich auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, ob in unsere Richtung oder nicht.
lasse Tarasov overwatchen. Nakajima. Könnte jetzt eigentlich ein Stück rankommen und sich schon mal für einen Granatenwurf vorbereiten. Solange sie hankert, hat sie ja höhere Defense-Werte als alle, die in voller Deckung stehen. Das heißt, sie wird auch nicht getargetet werden, höchstwahrscheinlich. Und Babalula kann jetzt leider auch nicht mehr so weit laufen, dadurch, dass sie getroffen wurde. Kritisch, kritisch. Aber geht mal hier vorne an die Kante. Und hankert. Okay. Der zieht sich so weit zurück, dass er auf hoffentlich niemanden mehr schießen kann. Da kommt der nächste Thinman. Und Overwatch, okay. So, hat. Also Tarasov hat keine Sicht auf ihn, das heißt im Umkehrschluss dürfte das genauso sein. Das heißt, wir holen ihn hierher, heilen. PK. Tja, Frieda sieht ihn, aber hat leider sehr wenig Trefferchance. Sunda sieht ihn nicht. Das heißt, er sieht auch Sunda wahrscheinlich nicht. Also, könnte ja maximal mit Squad-Zeit sein und da der andere auch weg ist, dürfte das nicht möglich sein. Das heißt, wir laden Frieda erstmal nach. Mit Zhang könnten wir ein Stück rangehen, aber dann würden wir das Overwatch ziehen. Das heißt, wir hankern vielleicht eher und warten, dass die Gegner nahe kommen. Das hat der Nachteil an den Shotguns. Und PK können wir hierher holen und dann steadyen lassen. Er wird schon irgendwie nächste Runde vielleicht auf halbwegs lange Distanz irgendwas sehen. Sunda. Müssen wir auch nochmal den Kopf runternehmen. Nakajima sieht ihn ebenfalls. 1% Trefferwahrscheinlichkeit nicht sonderlich gut. Das heißt, auch da werden wir nur den Kopf runternehmen. Und Babalula will ich auch nicht, dass sie beschossen wird. Das heißt, ebenfalls Kopf runter. So, dann schauen wir mal, was die Thin Men da machen. Boah, zum Glück die Deckung nicht zerstört. Das wäre sonst relativ kritisch gewesen. Okay, der hat sich jetzt nur bis out in the open bewegt, oder? Einmal Unterdrückungsfeuer, damit kann ich gut leben. Womit ich nicht so gut leben kann, ist, dass jetzt tatsächlich die Deckung kaputt ist. Und PK keinen sieht. Das ist sehr merkwürdig. Auch Frieda sieht niemanden. Aber wir haben immerhin von denen, die wir sehen, keinen Overwatch. Das ist schon mal ein Anfang. Oh, der hat auch nur 2 Lebenspunkte, warum auch immer. Das heißt, wir können Nakajima vielleicht bis hierher nachholen. Sieht man hier drinnen durch? Sieht man, okay. Dann holen wir doch Babalula bis hierher. Okay, und ich denke, da die Zeit schon wieder ran ist, werden wir den Rest in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst Daumen, Kommentare etc. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.